übertreiben. Aber heute machen wir noch einen kleinen Stretch-Teil. Als Cooler. Die Stretch ist fast über den Kopf. Ja, wieder. Jetzt schön den Rücken strecken. Alle Stretche sollten jetzt viel, viel besser gehen. Also anfangen, den Treiber und weg zum Zeiger. Und ihr solltet jetzt merken, ja, ich kann mich besser tief bewegen, kann den Rücken besser angespannt halten. Drehen wir uns nach rechts. Und dann strecken wir das rechte Bein. Und dann drehen wir uns wieder zu dieser zweiten Seite. Wir gehen jetzt einfach unter das rechte nochmal durch. Und jetzt von dem linken Bein. Kommen wieder zur Mitte. Bleiben hier. Und mal so weg. Schauen wir in die rechte Schulter. Für eine gute Dehnung an der Wirbelsäule links, an der Schulter links, am inneren Oberschenkel links, Deckel auf die zweite Seite. Und dann kommen wir zur Mitte, wir machen die Rolle wieder hin und her hoch, locker. Dann ziehen wir hoch. Drücken unsere linke Ferse fest in den Boden, spüren jetzt hier von der Bewegung ein warmes Fett. Dann nehmen wir die Ferse hoch, jetzt kippen wir unser Becken so und dann spüren wir jetzt hier nochmal die Hüftbeuge. Ferse hoch, nimmt dann noch Spannung und das Becken so von unten vor, dann steigen wir vor, rücken, strecken, leichtes Hohlkreuz machen. Und jetzt spüren wir die Bewegung hier, vorne, strecken. Ganz fest ein bisschen anspannen. Super Leute, wieder zur Mitte. Bleibt dann hier. Warten, stretch, weg. Denkt zu deinen Linien, Ferse, Knie ist die Schulter. Drückst die Ferse dann einfach auf den Boden. Jetzt kommt sie hoch. Jetzt nehmen wir unser Becken so. Spüren die Dehnung hier. Bauch frei. Rücken nach Haare. Und dann stellen wir vor, Rücken strecken, ziehen die Beine, vorne strecken, hinten Oberschenkel. Ja, und beugen ist das hintere Bein, das hintere Beugen ist sehr gut. Super, wieder zu Mitte, abstellen Sie, und hier rücken wir hoch. Locken, strecken und locken aus. Super, Leute, wir sind am Boden.